Sports Gaming. Freunde, willkommen zu Scum. Bevor es losgeht, Moment, ich muss erstmal. Scheiße, ja. Vorbereitung, das ist. Ist doch fett, das ist doch der Windows-Taste, Dulli. Guck mal, was heute ankam. Wer weiß, was das ist? Also, die ersten drei, die mir in den Kommentaren schreiben, was das ist, dürfen mit mir schlafen. Die letzten drei müssen. Kapiert? Ja, das ist halt so ein Abtropfsieb. Zum Malern. Ne? Also das Thema, ne, wird bald wieder aktuell sein. Und ja, das wird natürlich wieder eine sehr langweilige Geschichte. Aber deswegen werde ich das meinen Mitgliedern antun. Ja, den Abonnenten, ne, den Mitgliedern hier. Und viel Spaß. Soon. Ja, ich muss, es kommt da wohl noch was. Ne? Auf jeden Fall, ich möchte jetzt auch keine Namen nennen, sonst kommen alle bei dem Guten an und wollen hier, ja, ich brauche noch eine Kettensäge und so. Ne? Aber ich danke schon mal vielmals. Ja, aber auch Folie dazu und sowas, ne, zum Auslegen. Ne? So. Erstmal hat Tomislav wieder was gepostet. Das zeige ich euch auch gleich mal. Und zwar haben die ja am Gebüsch und dem ganzen Grasgedöns gearbeitet. Das ist jetzt hier natürlich auch ein bisschen scheiße, weil das hier die X-Plattform ist. Und X ist ja nun mal alles andere als hochwertig. Ne? Ist halt keine Videoplattform. Aber vielleicht könnt ihr erkennen, es gibt eine Entwicklung in Sachen Gras. Das Gras ist höher, es ist satter. Und man kann es wahrscheinlich schon viel besser drinnen verstecken. Will ich mal so meinen. So, Achtung, los geht's. Das alte Gras, das kennen wir ja, die alte Rasenkaschemme, ne, der alte Rasendepsch, ne. Und jetzt halt höheres Gras, weil das halt unrealistisch ist, weißt du? Guck mal, das Gras, was du hier hast, ja, auf der rechten Seite, das sieht ja aus, als ob es vor 2 Wochen gemäht wurde, ne. Aber wer mäht ja Rasen? Der Rasenmähermann, Seppel, Kunibert Männchen. Ne? Deswegen, wenn das Gras hier ein bisschen höher ist, macht das schon mehr Sinn. Ja. Sieht auf jeden Fall besser aus. Das ist ja halt das, was mit der 1.0 reinkommt. Ich finde, es sieht schön aus. Ja? Auch ein bisschen satter. Ne? Und man hat auch mitten in dem Gras hier drinnen, meine Hand ist leider, geht ja weg, hat man auch leichte Farbtonverschiebung. Ne? Du hast immer mal so, da ist immer mal sowas. So ein bisschen was trockener ist, ne? Und dann hast du wieder Passagen, wo es hier richtig schön grün ist. Also das sieht schon auf jeden Fall sehr viel immersiver aus. Ich weiß nicht, vielleicht arbeiten sie noch an den Wäldern. Dann wollen wir mal. Ich habe in eurer Abwesenheit ein Häuschen gebaut. Und dreimal dürft ihr raten, wo. Das werdet ihr nie erfahren. Also rausraten und so. Was ist denn das jetzt hier? Das ist meine Maus. Gut, okay. Ich dachte, der Greenscreen zuckt schon, oder? Wie haben wir es denn jetzt? 18:10. Ich glaube, ich muss nachher noch einkaufen gehen. Ich habe bloß noch Hühnerfrikassee da. Ich verhungere ja bis morgen früh. An die Nudeln habe ich glaube auch noch. Wie gesagt, verhungere ja bis morgen früh. Weil meine kleine dicke Katze möchte auch mit was essen. Husi. Die pennt. So, die macht Winterschlaf. So. Ja, Computer, ja. Ja, ich habe schon ein bisschen was gebaut.
Ich wollte es sowieso mal testen, weil in meiner letzten Bude hatte ich hier zwei Fenster drin. Das eine habe ich dann mit so einer Schießscharte zugenagelt. Kam aber kein Mopschiff. Und jetzt habe ich ja alles zugemacht. Weil ich mal wissen wollte, ob es der Schnulle dann kalt ist, wenn hier Luft reinkommt. Jetzt habe ich ja alles zugemacht, ne? Ja, das Dach hier habe ich natürlich, das habe ich zu alles, ne? Weil sonst hast du ja dieses riesenhohe Dach und das ist halt nicht so mein Ding. Leider kann ich ja keine Leiter hinmachen. Aber ich glaube, daran arbeiten sie auch irgendwie. Sonst hätte ich ja oben vielleicht noch so, weißt du, so wie so eine Art kleinen Speicher gemacht oder sowas, ne? Eine Kiste oder sowas, ne? Irgendwelches Gerümpel reingetan, ne? Was man so halt auf dem Dachboden so hat. Unten nichts, vor dem man sich fürchten müsste, ne? Hier würde ich mal sagen, kommt dann irgendwie so eine Art Wohnbereich rein. Aber wir sind ja hier nicht bei den Sims, ja? Also ich sitze jetzt hier nicht mit Böhnchen hier stundenlang rum und gucke Holzfernsehen, ne? Das ist doch Blödsinn, ne? Also eigentlich brauchen wir kein richtiges Wohnzimmer, ne? Hier haben wir schon mal einen Tisch. Also hier ist das Kochgedöns, ne? Wir brauchen auf jeden Fall also noch Kochzeugs, beziehungsweise so eine Platte, so eine Kochplatte. Am günstigsten wäre es natürlich, erstmal so eine Gaskochplatte zu finden. Die könnten wir ja eigentlich auch relativ schnell an der Tankstelle auffüllen. Es sei denn, wir finden so einen Propangastank. Was jetzt auch nicht selbstverständlich ist, ne? So, ja, Kiste halt. Hier ist das Essen drin, also meistens ist Essen. Ich habe jetzt so ein paar Fädchen reingetan. Eine Pfanne haben wir schon mal, die ist ganz wichtig. So, wenn wir unterwegs sind, da brauchen wir auf jeden Fall Wasser. Ich war in der Polizeistation, wurde zweimal halb tot gehauen. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe mich ausgelockt ins Hauptmenü wieder rein ins Spiel. Die Einstellungen sind heftig. Ich war dann auch infiziert. Ich hatte kein Antibiotika mehr, ne? Ich bin ja in der letzten, im Livestream bin ich ja verreckt und hatte dann auch mein Antibiotika verloren, was ich in Samobor gefunden habe. Und bin dann bis hierher in die Stadt gerannt. Ich wollte eigentlich hierher zum Händler. Ich hatte ja ein bisschen Geld aus ein paar Betten rausgepoolt und wollte mir so eine Tablette holen, so eine Antibiotika-Tablette. Hatte aber hier zum Glück. Ja. Und ja. So. Tja, wo sind wir? Auf jeden Fall sind wir. Habe ich einen Garten schon mal. Und das hier ist ein bisschen blöd, ja? Weil hier, ne? Nee, doch nicht. Ja, doch hier, am Rand, ne? Komm ich nicht hoch? Hier komme ich hoch. Das ist ein bisschen. Du kannst leider die Länge von der Treppe nicht verändern. Das ist ja Mist, ne? Ich habe ja auch schon ein paar Wolfswagen gefunden. Mein Gott, wieso steht denn die Scheiße hier so scheiße? Meine Fresse! Warum bin ich so dick? Das ist überhaupt gar nicht so mein Fall. Ich bin arm. Arme Leute sind immer dick. Oder haben einen dick. Wir sind immer noch in der Nähe. Ach scheiße, ich wollte es gar nicht verraten. Mann. Aber wir sind nicht ganz in der... Also wir sind nicht am See, ja? Also wer jetzt nochmal sagt, hey, bist du wieder am See? Nee, ich bin im Wald. Das Problem ist, ich kann hier keine Garage bauen. Also müssen jetzt die Autos draußen in der Nacht unter Kälte stehen und frieren. Schön. Ich könnte natürlich ja daneben irgendwie noch eine Bude bauen, ja, das bringt ja übrigens nichts. Da muss ich ja auch noch hinlaufen ins andere Haus und oh nee. Ich habe Durst. Hat man was zu trinken jetzt eingepackt? Ja. Ja, also erstmal was zum Kochen. Ich habe auch schon ein bisschen was angepflanzt. Möhrchen. Also nichts Besonderes, aber ja, ne, wenn man dann, ich habe ja auch schon ein paar Kochbücher gefunden. Da haben wir dann halt schon mal ein bisschen Gemüse. Ja. Das mach ich ja auch immer, wenn ich Rouladen mache, schnippel ich auch immer eine Möhre rein in die Soße. Ne? Weil, wenn ich die Rouladen, die werden ja erst angebraten, dann kommen sie in einen Topf mit Wasser und dann kommt ja noch ein bisschen Tomatenmark rein und so und Zwiebeln und sowas. Und dann muss das ja reduzieren, bis das im Topf unten wieder anfängt, richtig so fast zu braten. Also fast. Da ist eh da aus dem Gebüsch gehüpft. Gespawnt. Na, Puppi, schaffst du es? Ich will weiterquatschen. Guten Morgen. Ja, Bällchen kommt schon langsam wieder in Fahrt. So, soll ich erzählen. Ja, und dadurch bilden sich natürlich auch durch das Braten wieder Bitterstoffe. Ne? Und um diese Bitterstoffe aufzuheben, du brauchst einerseits die Bitterstoffe, damit du eine schöne, sämige und auch würzige Soße rauskriegst für die Rouladen. Ne? Sonst schmeckt es ja nach Wasser und Bubs sind Friedfisch. Das Ding würde doch auch erstmal reichen. Da brauchst du auch Reifendreier.
Wir gehen mal ein bisschen auf Tour. Ja, und dann musst du halt wieder Wasser reintun. Und damit das halt nicht zu bitter wird am Ende. Hier sind aber viele Buben, Alter. Schnippel ich dann halt noch eine Möhre rein. Also nachdem ich das reduziert habe, sonst brät ja die Möhre mit an. Das schmeckt ja noch beschissener. Also Kochgedöns und nach Möglichkeiten vielleicht für das Quad ein paar Reifen finden. Da müssen wir allerdings noch ein Quad finden, weil einzeln finde ich die Quads einfach nicht. Die Reifen nicht. Ey, guck mal, das fällt mir auch ein. Guck mal, hier, wie die den Kopf immer nach unten machen. Neuerdings. Das ist mir hier aufgefallen. Und dann kannst du die auch so schlecht hitten, weil sie sich wegducken. Das ist mir mal in der letzten Zeit so aufgefallen. So, Bug, hä? Och, jetzt haben wir hier auch noch das Gasding. Brauchen wir ja auch. Ja, hier ist ein halber Rager irgendwo verteilt. Mein Gott. Guck dir die Puppies. Die freuen sich bestimmt, wenn das Gras ein bisschen höher ist. Da können sie nackt rumlaufen, mit der Krabbel ein bisschen unten am Gemächte. Ja, warte mal. Siehst du das? Da geht nach unten, da macht ein Kopf nach unten. Da guckt mich gar nicht an. Jetzt, müssen in die Luft springen. Die cheaten, die Schweine. Oh, Alter, jetzt guck ich mit dir her. Aber die machen doch ihren Kopf so komisch runter. Ist doch nicht normal, hä? Das vorher gemacht? Nee, hä? Naja, Bubi. Die haben die auch irgendwie Haltungsschaden. Vielleicht müssen sie mal zum Chiropraktiker oder sowas. Ja, hier haben wir eine Tür. Oh, Batterien. Ah, jetzt haben wir die Knarre nicht mit. Nee, na gut, dann nicht. Was suchen wir? Halt. Garage. Ich will das Gasgedöns noch retten. Ich geb Gas, ich will Spaß. Und ich nehme deine Hand und du siehst so glücklich aus. Arbeitslos, den ganzen Tag zu Haus. Was ein Scheiß. Spring, Susi, der Akku blinkt. Oh, guck dir das an, wie viele da rumhirschen. Oh, warte mal. Nee, das war nicht der Plan. Oh, ich hab diese grünen Scheißdinger drinne. Ich glaube, gleich kriegt man richtig vor den Sack. Kuckuck. Oh, da macht wirklich Kuckuck, ne, was für ein Hüllkörper. Jetzt kommt jemand, wir müssen abhauen. Da, der Müll. Der Müll-Mandy. Hey, einfach durch den Storch. Ich wüsste. Och, Böhnschwester. Ja, kommt, wieso krieg ich denn? Hallo, so ein Käse. Der hat mich doch höchstens gestreift. Mümpel. Jetzt muss ich mich bemümpeln. Moment. C2. Ich kenne die Spönchen, ne? Deswegen machen wir dir immer schön viele Läppchen. Diese Infektion schon wieder. Das Problem ist, wir kriegen diese Infektion so schnell, weil wir halt nur 2,0 bei der Konstitution haben. Das ist das Problem. Halt, warte mal. Nee. Wir machen das anders. Erst machen wir Alkohol drauf auf die Wunde. Mein Gott, das ist Ecke mehrere hier. Erst Alkohol drauf. Und dann eine antiseptische, saubere Verbindung. Oder so. So, und das noch einmal. Das ist nämlich die effektivste Methode, wieder diese Infektion vermeiden kannst. Ja, wenn du hier schnell genug bist. Wieso desinfizierst du das nicht? Was machst du? Das und das und desinfizieren. Brot. So, da drückt man drauf. Da drauf. Nicht das, das. Zum Glück haben wir es ja nicht eilig, wa? Das ist ein Käse. Na, jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht und hier ganz laut gemacht. So, hier kommt auch nochmal ein Schluck drauf. Das haben wir ja nicht verbunden. Aber warum man das nicht posthum nochmal verbinden kann, weißt du, es blutet zwar nicht mehr, aber wieso kann ich das nicht trotzdem verbinden? Schnaps kann ich eh drauf kippen. Irgendwas müssen wir noch einmal. Ich glaube, damit müssten wir zurechtkommen. Oh, ist doch kalt, meine Bohne. Ist doch gut. Aber wieso kann ich die Flasche nicht werfen? Jetzt sind es zwei und noch Klone. Das ist doch Arbeitergeschichte. Was für ein schöner Morgen. Lass dir nur Zeit, mein Böhnchen. Mal nimm erstmal die Grün. Zeit, du belässt grüßen.
So, da ist unser Gasmann. Wir nehmen jetzt bloß das Gas. Alter Schnauze, der Till. Vielleicht sollten wir das ein bisschen militärisch angehen. Ich habe mir gestern eine Doku angesehen, oder was da kam, ein Bericht. Alter, jetzt macht das nicht der Mucken. Da hat eine ukrainische Militärspezialeinheit, das war kein Fake, das war echt, hat ein paar Leute hinter den feindlichen Linien aus einer Stadt rausgebracht, ne? Und ich fand das interessant, ne? Wie effektiv und schnell die da gearbeitet haben, ne? Dann waren sie im Krankenhaus drinne, da lagen tote Säuglinge drinne. Fand ich ein bisschen komisch, dass sie das im Fernsehen gezeigt haben. Das Krankenhaus war natürlich stark zerstört und wie gesagt, ne, es war schon hinter dem. Wo kommen denn die her? Feindliche Linien! Ja. Shit hier. Ja, jetzt sind wir trocken. Aber wir trocken, wir sind wirklich leid trocken. Oh, mit der C2. Mein Gott, Mensch. Oh, das ist ja krass mit den Puppen, hä? Ohne schwere Bewaffnung bist du voll am Po, hä? Wo kommen die jetzt her? Wieso hat die mich gesehen? Das ist ja heftig. Wir sind ja kaum einen Meter aus der Stadt raus hier. Also ein paar neue Puppi-Modelle wären nicht schlecht, hä? Also die müssen ja nicht weg, aber die könnten ja auch mal ein bisschen variantenreicher sein. Ne? Ich mach schon wieder Hälfte. Ich mach wieder Hälfte. Ja, das ist zu weit weg. Das ist ineffektiv. Die kommen nicht raus, hätte ich Nullen. Ach, das sieht so schön Film-Noir-mäßig aus. Wenn ich jetzt runterspringe und mich kloppt eine, bin ich sofort tot. Da, guck, jetzt ist der. Der ist jetzt runtergesprungen. Hätte mich sofort gekillt. Alter, wo kommen die her, Junge? Lass mich gefälligst in Ruhe, du Mistvieh. Ja, vorgestern habe ich Aliens geguckt. Ich höre, arbeiten sie auf den Frachtdock. Die Laderoboter. So ist es. Und? Ach nein, nichts. Ich find's gut, dass sie sich beschäftigen. Ja, ich kann den Film mitspielen. Ich kenne jeden Satz dort auswendig. Meistens kommen sie nachts. Meistens nachts. Ich frag mich, wann wir hier unser erstes Fleisch kriegen. Also eine Pfanne haben wir. Aber wir haben keinen Grill. Aber wir können uns ja Spieß machen. Salz haben wir ja auch. Jetzt haben wir da noch einen drin, aber strau der Geschichte nicht. Wir werden so hart verrecken. Sobald ich hier runterspringe, das hat man ja gerade schon mal, ne? Die Schrotze ist nicht wirklich. Ist der? Ja, lass dir was Neues einfallen. Die ist nicht wirklich gut. Die Konstitution ist sehr entscheidend darüber, wie gut deine Selbstheilkräfte sind, wie anfällig du für Infektionen bist und wie schnell du dich heilst. Und in Verbindung mit Medizinskill kann das entweder gut oder schlecht sein. Ne? Also wer es wirklich hart haben will, der macht den Medizinskill runter, Intelligenz runter und die Konstitution runter. Ne? Das ist dann richtig die Heftigkeit. So, jetzt haben sie sich beruhigt. Können wir rennen? Nee, das ist dumm. Weil die treffen ihn irgendwie, die machen den Kopf immer so komisch runter. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber das sind zwei wieder. Ich war ja gestern schon mal drinnen, da war ja nicht so viel Bambule. Oh, Schloss knacken, gut. Es funktioniert, es ist wieder zu. Gestern Abend war es ja offen. Der Mumpel nehmen wir auf jeden Fall mit, aber Pistole wäre schön. So, wie viel haben wir denn zum Knacken? Da, oh, dreimal Schraubendreher. Scheiße, beim keinen Schraubendreher. Tja, ich hatte ja einen gelben gehabt, aber der ist ja leider weg, weil ich ja verreckt bin. Und bei meiner Leiche lag ja keiner. Huch,
Relock hat leider nichts gebracht. Na bitte. 9mm Pistole. Ja, jetzt die können wir hier rein tun. So, was ist das? AKS Mumpeln. 22. Ah, okay. Das brauchen wir nicht. Und das auch nicht. Super. Ja, eine Nadel können wir brauchen. So, das haben wir. Gut, ich würde sagen, fordern wir unser Glück nicht heraus. Scheiße. Ach, wir können wieder rennen, Gott sei Dank. Ja, die können hier irgendwie nicht raus, hä? Aha. So, ab geht er, der Peter. Okay, wir haben jetzt also ein bisschen was in den VW getan. In Wolfswagen. Wolfi. Trinken. Ja, wenn wir durch. Ja, es war ja klar, dass der Brunnen wieder nicht springt. Hier rum. Alter. Für die Karre. Der Reven braucht. Reifen für das Ding. 3 Stück. Ich glaube, ich weiß, wo noch so Buggy steht. Da müssen wir eigentlich ja bloß die Straße hoch. Oh, ich habe gestern hier wie ein Bekloppter nach Knobi gesucht. Ich habe kein Knobi gefunden. Hä? Und ich war infiziert. Hä? Die Infektion, die ging... Meine Gesundheit ging schon gar nicht mehr hoch. Also die geht ja dann erst ein Stückchen hoch und dann geht es langsam wieder runter. Und ich hatte 4 Infektionen gehabt hier. Alles C1. Und dann geht die Gesundheit natürlich auch dementsprechend runter. Und ich habe gehofft, na, hoffentlich schaffst du es wenigstens noch bis zum Händler. Aber ich habe ja dann zum Glück in der Stadt noch was gefunden. Ah, das war wirklich... Es war nicht mega knapp, aber... Mir ging schon ein bisschen die Flöte. Fleischflöte. Oh, guck mal da hinten! Ein Reh! Da war ein Reh! Früher war es so, wenn du ein Tier angeschossen hast, da hat das eine Spur hinterlassen. Oh, na, das wäre jetzt geil. Ich habe hier noch nie... Oh, das war eine Ziege. Die weißen Ärsche sind alle gleich. Oh, das klang ein bisschen rassistisch jetzt. Wie viel Puppi? Oh, der Opa. Geh weg, ich will... Oh, eh, Hit. Bönchen. Ich bin stolz auf dich. Da, die ganze Wiese da hinten, alles noch voller Puppi. Okay, wer will, wer hat noch nicht? Komm her, ja. Wo ist das Reh? Ich glaube, da hinten ist es. Ich kann hier nicht ranzoomen. Komm, mach. Ah, das war nicht der Plan. Da kommt ihr noch rüber, oder was war das hier? Ach, die ist doch dumm. Puh. Ja, bleib liegen. Oh, Alter, ja, alles waren Hitter. Leck mich fett. Ist das Reh da hinten? Oder ist das ein Stein? Keine Zeit ist für dich, du Dulli. Alter, Bönchen ist doch gar nicht mal so schlecht mit dem Beil, hä? Ey, ich hab nur diese beschissene Schrotze. Ach, das Vieh ist abgehauen, das war ja übelst scheu. Ach, ich glaube, da brauchst du wirklich ein Jagdwurstgewehr. So nah kommst du an das Vieh einfach nicht ran. Wenn das jetzt wirklich Reh war, die Dinger sind mega selten. In der freien Wildbahn, ohne zu spawnen, habe ich hier bisher noch nie eins gesehen. Hört man ja auch nicht, hä? Ach gut, du Armbrutsvögel, es ist früh, halt's Maul. Sollen wir hier nicht später auch Hunde abrichten können? Das ist ja auch, weißt du, ich vergleiche es ja immer gerne. Bei Kingdom Come, da hat sie doch in dem End-DLC dann auch einen Hund, ne? Und den konntest du ja dann auch da drauf trainieren, zu jagen, ne? Der hat ja am Anfang hat er dir so kleinen Kram gebracht, ne? So Kaninchen und so, das hat er selber gejagt. Und je nachdem, wie gut er ausgebildet war, konnte er dann später auch Rehe und sowas jagen. Also so kleines Zeug, ne? Also was er auch in seinen Fängen tragen konnte. Scheiße ist weg. Ne. Das wäre geil gewesen. Das wäre mein erstes Reh hier. Ich mache mir dann auch immer so einen Waffenständer. Einen direkt an der Türe. Da ist es schwere Gerät, also ein M249. Oder halt ein APK, falls es Dropship kommt. Ne? Also gleich die Türe, rausrennen, Dropship abknallen. Ne?
Und dann habe ich weiter an der Seite habe ich dann die Jagdgewehre gehabt, falls ich auf dem Balkon da mal sowas sehe wie ein Wildschwein oder sowas, ne? Carbonhander habe ich glaube genommen. Ach, noch eine Wolle. Okay, also der hat zumindest den Fahrersitz, aber da fehlen alle Reifen. Batterie ist drinne. Ich weiß nicht. Ich wollte gerade sagen, den Sitz, den müsste ich dann per Hand mitschleppen. Und deswegen wäre es gut, wenn ich den Buggy hätte. Ich weiß nicht, ob da ein Sitz reinpasst. Aber ich dachte, hier war ein Buggy irgendwo noch gewesen. Oder habe ich mich getäuscht? So, Achtung, hier sind wieder Pupis. Also mit der Knarre hier rumzuhantieren, mit der Schrotze, das haben wir ja schon gemerkt. Ach du Scheiße. Mach erst die. Ja, genau. Immer die Schwächsten zuerst. Ich trotzdem mal jedes Wort aufs Maul, hä? Komm, wir brauchen Reifen. Kaltes Grau. Ich krieg ständig Grau. Bist du nur von deiner Mama? Muster festlegen auf psychedelisch und einheitlich färben. Nee, auf erster. Wie sieht das kalte Grau aus? Ja, überhaupt nicht. Ein paar komische Striche. Ich hatte schon wieder eine Puppe. Ist gerade eine aus der Türe rausgefallen. Haben wir Feuer überhaupt? Ja. Also Polizeirevier wäre hier auch nochmal eine Maßnahme. Hier war eine Puppe. Oder ein Magazin. So, haben wir das immer noch durch? Shit. Also das Fleischerbeil, ne, das macht schon Schaden, ne? In Verbindung mit unserem dicken Boni. Ich muss das nochmal mit der Keule testen. Der Baseballkeule. Mit Nägels dran. Ich finde hier einfach keine Reifen hier. Ich finde für dieses Riss, für die Karre, finde ich einen Haufen Zubehörteile. Ne? Auch Panzerung und sowas, ne? Aber Reifen, ne. Deswegen, ne? Ich dachte ja, hier ist ja sowas. Da irgendwo noch ein Spot ist, ne? Ah, ich glaube, ich weiß, wo es ist. Ich glaube. Spring, du Dulli! Ja, Böhnchen lässt sich locker. Ich glaube, ich weiß ja noch, wo das Spot ist. Das war hier. Hier irgendwo, oder? Oder da? Richtung Norden. Das ist ganz schön weit weg. Aber auf diesen Nebenstraßen, da sind ja auch immer so kleine Gehöfte und sowas. Ah, was ich auch mal bräuchte, wäre ein Kompass. Ich habe keinen Schraubendreher, fällt mir gerade ein. Da bringt das ja nichts, hier reinzugehen. Ja, lass mich in Ruhe. Oh Gott, hier sind wieder ein Haufen Buben. Ja, eigentlich wollte ich nach Norden. Da lang. Oh, in den Laden guck ich nochmal. Hier sind auch noch Garagen. Oh, hier haben wir Reis. Hm. Und eine Tomato. Die können wir essen. Feuchtigkeit und so. Durst. Was hab ich denn hier? Ich glaube, ich muss ja meinen Hoodie bald mal rasieren. Ne? Der hart ja schon. Das ist natürlich Öl, das brauchen wir natürlich auch hier. Das Öl zum Kochen. Ja, wenn du noch kein Auto hast und sowas, ne? Da hast du am Anfang erstmal ein bisschen gelaufen. Das heißt, das ist ja eigentlich auch mal ganz gut für unsere speckigen Waden. Aber es ist natürlich auch Kosten. Und, also Kosten, es ist zeitintensiv, sagen wir es mal so. Zum Glück haben wir auch genug Ausdauer, ne? Also da kann ich mich derzeit nicht beschweren. Aber Böhnchen ist ja auch. Er kann 52 Kilo tragen und 21 tragen. Also wir sind noch lange nicht am Limit. Ne? Also wir können noch mehr als das Doppelte tragen. Das ist der Vorteil, wenn wir ja 5,0 Kraft gemacht haben. Aber wir haben schon 200 Gramm abgenommen. Und pro Tag, wenn wir jetzt nichts essen würden, würden wir jetzt 3000 Gramm abnehmen. Also 3 Kilo pro Tag. Ne? Kennt man ja, ne?
mein Leben mit 300 Kilo, ne? Wenn dann da, wenn Dr. No Sarden ankommt, also Dr. No, und dann hier ist da irgendjemand hier, wiegt 280, 290, 300 Kilo. Und Dr. No Sarden sagt, dann nehmen Sie bis nächsten Monat, oder nehmen Sie die nächsten 3 Monate, nehmen Sie mal 40 Kilo ab. Ja, manche haben das als lebend gewischt, weißt du? Und einfach mal so in 3 Monaten ein ganzes Gewicht von den ganzen Menschen abnehmen, was manche Menschen als Gewicht haben, ne? Gibt ja kleine Menschen, die so 40 Kilo wiegen. Bei denen wiegt der Arm 40 Kilo. Und dann siehst du sie, wie sie Hamburger fressen und Cheeseburger. Und dann kommen sie nach 3 Monaten wieder an, haben 8 Kilo zugenommen und sagen dann, aber ich habe mich an ihre Diät gehalten. An die Hamburger- und Cheeseburger-Diät. Natürlich. Das sind die Brötchen, die sie fett machen. Weil da ein Haufen Zucker und sowas drin ist, ne? Die Hamburger-Brötchen. Das ist ja nicht der Salat auf den Hamburgern drauf, die sie fette machen. Das sind die Brötchen. Teig generell. Alles, was Teig ist, ne? Auch Brot. Brot macht auch fett. Also nicht so, wie sie das Brot früher gemacht haben, ne? Da haben sie noch frisches Korn genommen hier, nicht das, was sie jetzt haben. Wenn du heute Brot kaufst, dieses abgepackte, ja, nach 2 Tagen, da ist es ja, als ob du auf eure Radiergummi rumkaust, ne? Da geht Brot. Es gibt da so Fertigbrotbackmischung, ne? Das ist einfach so ein Pulver, das machst du einfach Wasser, dann knetest du das und dann tust du es in der Form. Oder knetest, salzt du so ein Brot zusammen. Und dann kommt das in den Backofen und fertig, ne? Ganz einfach. Und überleg mal, ich glaube, das ist so eine riesengroße Packung, da kriegst du, glaube ich, 2 Brote raus und das kostet ungefähr 1 Euro. Das heißt, 2 Brote für 1 Euro. Und vor allem, das ist ja nur die Grundlage, ne? Du kannst ja das Brot noch, da kannst du Sonnenblumenkerne noch reinmachen oder sowas, ne? Oder Dinkel oder irgendwas, ne? Halt, was dir gefällt, ne? Hallo! Willkommen bei Black Screen Simulator, scheiße. Jetzt mein Black Screen Simulator abgestürzt. Jetzt kommt ja erst ein Bild. Ach, das ist alles scheiße hier. So, was ist denn hier los? Ja, ist hier. Ja, es hat der Marmelade begraben. Also, ey, Fahrrad! Ja, toll, das geht Auto hier. Ich will nicht Rad fahren, das machen Dicke nicht. Ach, gucke, hä? Gucke, Bench, wie schön du Fahrrad fahren kannst. Ich will nicht. Oh, die ganzen Puppis da hinten! Hier vor denen können wir nicht wegfahren. Ich weiß zwar nicht wieso, aber wir können es nicht, wir sind zu lahm. Die sind schneller als 20 km/h. Aber wir können ja großzügig drum rumrutschen. Hier ging es doch aber noch weiter. Ja genau, wo war denn der Bums? Ich glaube, Bums nur auf dem Wald. Ah, hier ist keine Klingel dran. Ich glaube jetzt, hier soll ja auch eine Funktion reinkommen, dass du die Fahrräder und auch die Quads schieben kannst, ne, wie die anderen Autos. Ah! Wie viele Reifen fehlen? Und wenn so kein Fahrer sitzt drin. Jetzt hat er Hunger. Was? Der Kasten. Ist das ein Weltkriegsbunker? Ich bin sehr hungrig. Der Bönsch, Mensch. Wir haben nicht, doch eine Zwiebel. Na toll. Das arme Bönchen. Ich, dass ich im Kreis gelaufen bin, das ist meine Hütte. Nee, ist lüpfen. Wieso geht's denn hier nur bergauf? Wieso kein Sherpa? Ja doch, ist ein Weltkriegsbunker. Uiuiuiui. Samson! Tiffy! Wo seid ihr denn, ihr alten Fa... Was hat gehört? Oh, Stiefel! Mampfstiefel! Die nehmen wir mit. Sieht so aus, genau. Die haben doch kleine, gute Konstitution. Dankeschön, liebe Arbeitsschuhe. Ihr habt jetzt Feierabend. Wir haben unsere ersten Kampfstiefel. Und mit genug Stauraum für... Tieren! Da ist es leer.
Ah, die Kisten sind doch immer eine Enttäuschung. Oh, guck mal, hier was zu essen. Guavebühnchen. Ich will Fleisch. Ich will das Reh. Ach, hier, das Böhnchen, hä? Ganz energisch. Ist, ne? Ja, Rotz. So, Moment, komm hier. Ich gebe dir das jetzt zu essen. Das ist doch so Früchte, oder? Genau. Guaven sind weit verbreitete tropische Früchte, die in vielen tropischen und subtropischen Regionen angebaut und verzehrt werden. Verzerrt. Hoffentlich verzerrt sich Böhnchens Darm nicht. Ja, wieso stehst du bloß da? Du sollst die Dose aufmachen. Kann der ruhig mal eine Pfote nehmen. Jetzt zeig doch mal die Dose. Das ist ein Zeichen, dass ich, oh, der dreht sich weg, ja. Das ist eine richtige Zicke. Das war's, welche? Oh mein Gott, wie schnell der frisst. Jetzt irgendein Fleisch. Ein Bär. Nee, ein Bär muss nicht sein. Ach, da hinten sind die Puppies. Oder so ein verzogener scheiß Spawnpunkt, hä? Oh nee! Das ist doch auch nicht meine Richtung. Jetzt müssen wir die scheiß Schrotze rausholen. Noch eine! Alter! Ich sehe nicht! Ich sehe nicht! Scheiß Gelümpier! Oh, ich muss mich entscheiden immer. Ja, was knüppelt der da an der Knarre rum? Der knüppelt da! Ich sehe doch, dass eine Mümpel drin ist! Bist du dumm? Da macht die den Lauf von der Knarre auf und schießt nicht. Ich hab mich jetzt rausge... Nö, das ist mir zu dumm. Weißt du, immer sobald ich irgendwas Militärisches habe, beim letzten Mal... Oh, wir haben 8%. Beim letzten Mal Militärgedöns, hier Militärhose und sowas, schwupps, tot. Und jetzt Militärschuhe, schwupps, gleich tot. Nö, das... Nö. Wünschen, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich einen Arsch rette, weil hier im Wald finde ich deine beschissene Leiche nicht mehr. Du Dulli. 6%. Boah, ich möchte dir manchmal richtig ins Gesicht greifen und dir die Haut abziehen. In aller Demut. Scheiße, ja. 5%. Hunger, Magenknurren, Kältegefühl, Schmerz, Blutung. Haben wir noch irgendwas, Böhnchen? Leerer Magen halt, ne? Siehst du, hätte ich dir bloß nicht viel Essen gegeben. Das wär's jetzt wieder gewesen. Hier ist noch eine C1. Komm hier. Alles wird da entzündet. Das kann jetzt eine Weile dauern. Könnt ihr nur gerne wissen, dass die da so weit weg spawnen. Wär's jetzt verreckt, dann hätte ich die Leiche nicht wieder gefunden. Dann wäre der ganze Bums ja wieder von vorne losgegangen. Dann, wir kommen ja gar nicht mehr vorwärts. Ja, deine Schuld. Ja, richtig. Lauf doch mal. Der Stein, Junge. Aber wie umständlich kann man denn bitte eine Knarre hantieren? Hä, Igor? Wo läuft man denn überhaupt rum? Oh mein Gott, ey, wir brauchen ja Stunden, bis wir da sind. Und weiter geht's, nicht wahr? Oh, der Blackscreen Simulator. Und jetzt ist er wieder kaputt. So. Wir haben ja schon einige interessante Spots kennengelernt. An jedem haben wir mehr oder weniger richtig schön was Maul gekriegt. Ja, wenn du Hunger hast, dann frisst doch ein Würmchen. Guck, zwei Würmchenlarvenmagen. Das schmeckt komisch. Nein, 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 komm. Dann hast du irgendwie Hunger. Weißt du, also, das ist eine Prinzessin. Ja, jetzt hast du hergekotzt. Wir können uns jetzt in den Busch schlagen und warten, bis erst ein Wildschwein kommt oder ein Reh und deine Kotze frisst. Das wäre doch vielleicht mal noch eine Maßnahme, oder? Der Weidmann spricht. Also, natürlich. Oh, jetzt ist er reingelatscht. Ach, du bist eine Sau. Die neuen Schuhe. Ach, guck mal hier, da haben wir doch was. Erdbeeren. Erst götzen und dann Erdbeeren fressen. Ja, den Pilz können wir auch essen, aber den verträgt er ja wieder nicht. Schmeckt ein bisschen komisch. Auf jetzt. Nahrungsmittelabstoßung. Komm, friss den Pilz. Okay, er hat ihn gegessen. Warum das? Will er mag auch keine Pilze. Oh, ich war ja mit Böhnchen noch gar nicht angeln.
Normalerweise ist er ja nicht so der Fischfreund, ne? Ja, da will ich nochmal nachgucken. Jetzt müssen wir nochmal in den Wald rein. Hoffentlich wird man nicht wieder von dir sprechen. Buh, geklatscht. Noch mehr Erdbeeren. Aber mal so Brombeerbusch oder sowas, hä? Weil Brombeeren gibt's ja hier, ne? Zum Beispiel beim Händler. Hier gibt's ja verschiedene Bärenarten, ne? Also Brombeeren. Dann müsste es doch theoretischerweise auch Sträucher geben, die hier wachsen im Wald. Kann sein, dass die reinkommen, ne? Wenn die das Gestrüpp hier alles neu machen, ne? Das könnte ich mir vorstellen, dass da auch die Dinger reinkommen, ne? So Brombeersträucher und sowas, ne? Ja, das sieht doch wieder bloß aus. Oh, da steht Club Erager, oder? Voilà. Was steht da drin? Club Erager. Fahrersitz brauchen wir nicht, wir brauchen Reifen. Da hätten wir doch den Reifen vorne von der Karre mitnehmen können. Hä? Warte, wer hat den noch dran? Siehst du, ich weiß das schon gar nicht mehr. Es kann Sinn, dass wir hier auch schon waren. Guck mal hier, da haben wir ein Feld. Mürchen oder sowas, oder Pastinake. Mürchen! Ach, du musst den ja richtig mästen, hä, damit er überhaupt sein Gewicht halten kann. Hab ich gar nicht bedacht. Nee. Da muss bestimmt eh gleich pullern. Oh, Knobi! Na, wunderschön! Unsere Alternative. Die Heilung der Natur und so weiter. Ich glaube, es wäre auch vielleicht bald mal Zeit, mal so neue Pädchen hier. Genau, das hier brauchen wir. Oh, der hat Witterhunger. Nee, immer noch. Ja, wir bräuchten mal ein bisschen Fleisch oder so. Wir brauchen Proteine. Wie soll denn der sein Gewicht sonst halten? Und da ist schön Bube. Und eine Garage. Ja, da hinten ist ein Rager. Den muss ich mal angucken. Das könnte sein, dass da sogar 3 Reifen dran sind oder so. Guck mal, hier haben wir Göl. Und hier Brokkoli. Scheiße. Ey, Göl, Göl. Da ist ja auch wieder mehr Wasser drin als andere. Ja, guck doch mal da, Brokkoli. Was ich auch scheiße finde, ne? Du erntest hier den Kohl oder irgendwas anderes ab. Aber das sieht halt nicht leer aus, ne? Der Kohl ist immer noch da. Das könnten sie vielleicht noch ändern, ne? Dass wenn du hier das lootest, dass dann halt dieser Kohl verschwindet. Das ist ja jetzt auch keine Hexerei, das zu implementieren. Ich höre doch schon wieder die Krähe hier. Geh weg hier, ich bediene mich bloß mal kurz hier an eurem Feld. Das arme Böhnchen, ne? Ja, mit Gemüse wirst du nicht so proper. Hast du eine nasse Hose, ne? Und noch ein paar Eier? Ne, hier sind keine Eier drin. Hallo? Oder 2, da hinten ist noch eine. Wenn ich die Knarre jetzt raushole, dann kommen sie alle auf mich zu. Das sind hier bestimmt wieder 20 Stück, mindestens. Mach die Dicke erst mal rund. Ja, aber gut, hä? Eine Dicke rund machen. Da hinten ist der Öfer der eine. Schleifstein war eine nice Geschichte. Mein Gott, ey, wenn du hier anfängst. Hier, ein Haufen Gelumpe. Aber nichts, was ich brauche. Schleifstein. Schraubendreher. Das wäre mal so der Punkt. Dunkelgrün, ja. Das fehlt jetzt noch. Das war hier verrecken. Oh, Seife. Ippi. Ah, das ist. Nee, das ist nur nicht mal Dreck. Normalerweise ist es in der Küche, in der Waschküche, sagen wir es mal so. Ist das doch immer Dreck? Na gut, wir nehmen es mit. Ich kann mir so denken, wir könnten etwas gebrauchen zum Verbinden, ne? Ja, ich weiß, du hast Hunger. Ist da alles nur Wasser hier drinne? Karotte, Brokkoli, Kohl. Komischerweise geht's fett nach oben, obwohl wir ja nur Gemüse fressen. Das ist ein Dulli. Ja, auf dem Schirr, da ist jetzt nicht ersehen. Wir sehen uns in die Badewanne. Trippel nicht daneben, Mann. Das muss der Mutti wieder wegwischen. Sehe ich da auf die Hose drauf.
Die müsste ja nur eigentlich schon Dreck sein. Die war ja vorher auf 9%, ne? Die ist weder nass, noch sonst irgendwas. Böhnchen pullert trocken. Dann brauch ich gar nicht deine Klamotten waschen. Alter, wie viele Puppen hier schon wieder sehen. Ich will mir den Rager angucken. Und dann sind das noch nicht mal die 0815 Puppen, sondern hier so, da wird so ein Militärdude. Ich dachte, ich bin gleich eine Puppi gerannt. Ja, noch hat er mich nicht gesehen. Unser Hut. Jetzt sind wir doch fast schon wieder komplett. Nägel. Nee, Bolzen. Bolzen nehmen wir mal mit. Die Packung. Ja, wir sind noch im Baumodus begriffen. Ja. Zange könnte man eigentlich immer mitnehmen. Eddie, ja. Was haben wir hier? Erdrot. Jetzt nehme ich wieder einen Haufen Gerümpel mit, was ich jetzt überhaupt gar nicht brauche. Das können wir auch brauchen. Ja, eine Bohrmaschine. Brauchen wir ja für die Werkbank. Scheiße, ja. Das ist, als ob du einkaufen gehst. Weißt du, du brauchst vielleicht bloß Brot, ein bisschen Butter und vielleicht eine Wurst, ne? Und dann kommst du an hier. Klopapier, Nudeln, Wurstsuppe und Tampons. Als Mann. Weißt du? Weil es im Angebot war oder irgendwie so eine Scheiße. Ich glaube, ja. Da brülle ich ja nicht rum. Halt die Gusche. Jetzt latschen die alle in die Richtung von dem Rager. Oh, da ist ein Maisfeld. Hallo? Oh ja, da ist eine Puppi drin. Oh, Mumpeln. Wofür? Wehe. Hallo? Ich glaube, die sieht gar nicht in den Busch. Doch, da ist sie doch. Halt die Klappe. Mein Gott. Oh, komm hier, machen Sie einen Busch. Oh, da fehlt bloß ihr Reifen. Und wahrscheinlich der Sitz, oder? Ja, da. Na, wer hätte es gedacht? Batterie drinnen. Wunderschön. Reifen haben wir ja, glaube ich. Haben wir einen Reifen? Also, Sitz haben wir und wir haben einen Reifen. Haben wir einen Reifen? Regie, haben wir einen Reifen? Nee, aber du hast ein Rad ab, du Keule. Was? Ach, lass es sein. Ja, die Tabletten kicken heute nicht so. So, da haben wir Eierchen. Gut, also der Spot hier, da werden wir unseren Rager holen. Aber das machen wir heute nicht. Kochgedöns war ja eigentlich schon auch mit unser Thema, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich einen Rager geholt habe. I'm as dumb as fuck. Gut. Wir haben hier auf jeden Fall einen Rager. Jetzt geht's erstmal nach Hause. Ja. Kompass, Junge. Aber in der Polizeistation habe ich keinen gefunden. Wie geht's hier lang? Ja, wir müssen ja Richtung See. Ich bin ja nicht direkt am See, ne? Falls da mal wieder irgendwie Fragen kommen, wie bist du da am See? In der nächsten Folge können wir uns ja das Auto holen. Das heißt, wir werden ein bisschen hin und her gelaufen haben. Weil ich muss den Rucksack leer machen und dann brauchen wir noch einen Reifen. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr, wo er war. Da müssen wir erstmal wieder in die andere Stadt. Es wird ein Festchen. So, die Schrotze kommt jetzt hier rein. Die hat uns bis jetzt überhaupt nicht gebracht. Ich muss sowieso noch Schränke bauen. Da reicht ja hier nicht. Das ist ja erstmal nur der Gerümpelschrank. Und später mache ich dann halt andere Schränke. Weil ich habe jetzt keinen Schrott da, um noch einen Schrank zu bauen. Ja. Wenn ein oder zwei von diesen Pünktchen hier weggehen, jetzt sieht man es wieder nicht. Das reicht schon, ne? Aber wir haben so eine schlechte Konstitution, das hat mich schon gut. Mein Gott, wie lange braucht denn der, um da Samen reinzuschmeißen? Proteine gehen auch runter. Ach, das arme Böhnchen. Ist der fertig? Haben wir noch eins? Nee, das war nur einer. Schade. Da ist der See! Nein, ich bin nicht am See, der See ist da hinten. 1 Kilometer weg. Ich bin hier, im Wald. Ich bin Wald. Das ist ein Waldböhnchen. Eine wilde Waldbohne. Jetzt brauchen wir noch hier, damit wir unsere Rosette parken können. So, apropos parken. Böhnchen hat sich jetzt erstmal ein bisschen Ruhe verdient. Ich werde natürlich auch seine Infektion erstmal ein bisschen im Auge behalten. Ich glaube nicht, dass unser Knöpi so schnell wächst. Ja, ich habe ja zum Glück noch eine Packung Tabletten. Da müssen wir halt noch mal ein bisschen gucken. Leerer Magen. Ich kann dem Klöber wahrscheinlich so eine 5-Kilo-Pizza reinzwängen. Reinzwängen?
Das fällt hier runter und der jammert da immer noch, dass er Hunger hat. Komm hier. Ach, das kriegen die, kriegt das nicht geschissen. Na, er wird schon nachher nochmal ans Pillen-Etui gehen müssen. So. Ja, wir sind heute mal ein bisschen rumgehorscht. Aller Anfang ist ja wieder mal schwer, ne? Ordentlich ins Maul bekommen. Ein Not aus im Wald. Wie gesagt, das war jetzt auch das letzte Mal, dass ich das bei Bönchen mache. Das erste und letzte Mal. Ne, das zweite Mal war es, ja. Das eine Mal war ja offscreen. Weil ich hätte denn seine Leiche nicht mehr gefunden, wenn da überhaupt noch eine dann da wäre. Der Fleisch von wilden Pilzen. So, in dem Sinne, danke fürs Zugucken. Danke für eure Unterstützung. Danke an alle Mitglieder. Und bis bald. Und ein nices Wochenende. Genau. Tschüss.